So, jetzt können wir zumindest mal wieder los, Arti. Einen Blick hinauswerfen. Au. Verdammt, wie viel Chloroform hast du auf das Tuch getan? Warum? Weil es nicht gerade einfach ist, unser Dornröschen hier aufzuwecken. Zeig mal. Chloroform. Hey, Arti. Können wir bestimmt noch was wir mit haben anfangen. Ein paar Fragen zu dir und dem Staatsanwalt. Siehst du, womit ich mich hier abmühe? Macht wohl die Runde. Zane, aufwachen. Tut mir leid, Boss. Das ist die verdammte Erkältung. Dann versuch wenigstens so lange wach zu bleiben, bis du mit dem Plakat fertig bist. Klar, wir wollen einen Club eröffnen. Und mach die Leuchtreklame aus, klar. Aufwachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. Das kann ich nicht nehmen. Dann müsste Zane, dass etwas nicht stimmt. Dann nehmen wir halt das Chloroform. Kein Wunder, dass Arti neben der Kappe ist. Wie, und wenn das fehlt, merkt er nicht. Aber wenn das Tintenfass fehlt, schon. Na gut. Ich weiß zwar nicht, was es bringen soll, solange aber... Solange Picasso im Weg ist, komme ich nicht an den Schalter. Dann drücken wir halt hier unseren Alarmknopf. Ja, oder Panikknopf. Okay. Hey! Hey! Was war das? Muss ein Problem bei der Verkabelung des Notschalters sein. Komisch. Und nö? Ich hoffe, die Schwestern der Barmherzigkeit... Jetzt ist immerhin eine Flasche Fusel runtergekippt. Ich weiß zwar nicht, was uns das bringt, aber... McDermott's kanadischer Whisky. Aber irgendwas können wir damit sicher noch anfangen. Was haben wir hier noch? Nichts Sinnvolles. Achso, ich kann mich auch nicht wirklich groß bewegen. Schauen wir mal rüber. Q-Ball spielt Klavier. Und Zane ist hier am Niesen. Spiegelei. Arthur McFly. Und Rosinenbrot. McFly. Immer noch dezent weggetreten. Na, toll. Los, Arti. Oh. Ich muss die Kerle loswerden, bevor Arti aufwacht. Arti! Ja, blöder Schnupfen. Was steht hier? Was sagt man dazu? Dazu lernen kann, weißt du, denkst du wirklich... Moment. Okay, was sagt man dazu? Dazu lernen kann man immer. Weißt du, wen ich gefressen habe? Habe nichts und rumtreibe. Denkst du wirklich, ich lasse dich durch? Durchquetschen möchte ich mich nicht. Dazu habe durch. Sieht aus wie irgendwie Codewörter oder sowas. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wortspiele? Aufwachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. Los, Arti. Oh. Ich muss die Kerle loswerden, bevor... Ja. Vielleicht können wir Fusel in die Tinte mischen. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwas bringt, aber... Oder Chloroform. Aber ich glaube nicht, dass er davon auf... einmal ohnmächtig wird, oder? Wohl, vielleicht doch. Vielleicht dünstet das jetzt so hey aus. Hey Jungs, ich fühle mich nicht. Zane, wach auf, du fauler Sack. Muss der Schnupfen gewesen sein. Schwachsinn. Er hat sich an den Vorräten bedient. Vorräte. Ein Hohlkopf ist K.O. bleiben. Na, Vorräte. Komm schon, Arti. Wunderbar. Wie mache ich jetzt den Trixie nächsten? Trixie Trotter, weltberühmte Chanteuse. Ich habe noch nie von ihr gehört. Ja. Das wirst du garantiert noch. Die wird sicherlich mal weltberühmt werden. Fusel. Er ist zu weit weg. Können wir mal Kopf werfen vielleicht. Da
nach dem anderen, aber der ist wahrscheinlich genauso weit weg. Er ist zu weit weg. Schlaf schön. Was machen wir mit ihm hier? Er ist ein guter Künstler, aber er verträgt wohl kein Chloroform. Ich hoffe, die... Ja, das ist ja seltsam. Wir vertragen das natürlich viel besser. Ich will seinen Schönheitsschlaf nicht stören. Na gut, dann halt nicht. Haben wir ja noch irgendwas? Ein Eimer, dann können wir mal nichts mitmachen. Wenn ich nochmal den Knopf drücke und ihn dann betäube, vielleicht klappt das. Hey! Hast du was beschädigt? Ich hoffe. So. Ich hoffe, die Schwestern der Barmherzigkeit. Diese Flasche werde ich nur auf dem Kopf einer dieser Schwachköpfe zerschlagen. Mhm. Ach, die ist leer. Oh Gott. Okay. Du strapazierst meine Geduld. Ich hoffe, die... Zwei auf einmal kann ich wahrscheinlich nicht halten, sonst könnte es klimpern. Ja, die Chloroformflasche und die Fuselflasche, die klimpern zusammen natürlich nicht. Das ist Adventure. So, vielleicht müssen wir die andere Flasche über seinem Kopf zerdeppern. Vielleicht ist sein Kopf zu hart für die Chloroformflasche oder so. Keine Ahnung. So, dann nehmen wir diese Flasche und hauen sie ihm über den Dez. Jawoll! Was ist passiert? Das Roulette-Rad hat dich umgehauen. Och man. Sollte Kid nicht schon zurück sein? Muss ich erst den... Muss ich erst den anderen außer Gefecht setzen, oder was? Autsch! Blutene. Was zur... Da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Dann geh hoch zur Suppenküche und hol eine neue. Warum ich? Willst du hierbleiben und mit diesem Typen reden? Ach, denn das ist schön. Ja, ich hol dann mal die Sicherung. Genau, hau ab, dass du dann nicht wieder aufwecken kannst gleich. So. Lass dir ruhig Zeit. Tag ist lang. Komm schon, Arti. So. Jetzt machen wir das Ding aus. Hauen ihm eine Flasche über den Kopf. Jetzt habe ich natürlich die Fuselflasche nicht eingesammelt, aber ich wette, die tut's auch. Er wird nicht so lange stillhalten, dass die Dosis reicht. Na, das kennen wir ja schon wieder. Kann man aber nicht abbrechen. Okay, dann nehmen wir halt eine Fuselflasche. Aufwachen, schlafen. Wenn er mit der anderen nicht hauen will. So. 60 Volumenprozent. Wow. Ja, gutes Zeug. So, und nächstes Mal. Drittes, viertes, fünftes Mal. Zack. Die haben aber auch eine Geduld. Ich würde an seiner Stelle das Ding einfach so lassen, wenn es nicht will, und abwarten, dass es später mal wieder repariert wird. Ist doch scheißegal. Jetzt aber! Bam! Voll in die Fresse. Hey, du. Warte, kenne ich dich? Seit etwa 40 Jahren nicht mehr. Ist da irgendjemand? Alles dreht sich. Los, Arti, verschwinden wir von hier, bevor diese Kerle dich noch umbringen. Wart mal, die wollten mich töten? Großartig. Das ist nicht witzig, Jungs. So. Perfektes Timing. Okay. Halt durch, Grandpa. Wir müssen noch jemanden abholen. Kommt der jetzt her, der Doc? Ach so. Das ist der Doc wie vorher. Verstehe. Kommen Sie mit?
Tja, Herr Polizist. Was macht der denn hier? Das ist eine lange Geschichte. Verdammter. Dann brachte ich Artie zum DeLorean und kam zurück, um sie zu holen. Faszinierend. Dann können wir jetzt nach Hause, richtig? Noch nicht. Wir müssen uns noch um dieses Problem kümmern. Nein, lass mich in Ruhe. Er kommt zu sich. Sei also bitte vorsichtig. Hill Valley ist für dich nicht sicher, solange Kit Tennen auf freiem Fuß ist. Keine Sorge, ich gehe weit weg von Hill Valley und werde nie wiederkommen. Nein! Er wird sich mit Grandma einlassen. Wie heißt sie? Sylvia. Kennst du eine Frau namens Sylvia? Nein. Aber sie kennt dich, wird dich kennen. Es ist sehr wichtig, dass ihr euch kennenlernt. Ah, ich verstehe. Ich soll also bei einer verdeckten Geheimmission helfen? Möglich. Ja, so ähnlich. Seid ihr von der Regierung? Aha. Sowas in der Art. Klar, für Onkel Sam mache ich alles. Ich bleibe in der Nähe und warte auf diese Sylvia. Psst, bis dahin halte ich mich bedeckt. Gut so. Wann werde ich dich wieder sehen? Das war wirklich knapp. Oh, intelligenter Arthur. Du verschwindest nicht, oder? Außerdem ist Arthur ab dem 25. August völlig außer Gefahr. 25. August? An diesem Tag kommt Kit Tennen endlich hinter Gitter. Was macht das Bild von deinem Dad? Noch da. Gut, lass uns hier verschwinden, bevor wir versehentlich Hoover wieder wählen. Irgendwas wird sicher jetzt passieren. Oder die Gegenwart wird verändert sein, oder... Nein, wir werden es ja sehen. Aber ich würde sagen, erst in der nächsten Episode...